Gleich vorweg, eins haben AfD und FDP auf jeden Fall gemeinsam. Beide werden auf jeden Fall nicht Teil der Regierung sein, weil beide nicht regieren wollen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtrusting Crew. Dankeschön fürs Anklicken. Und wir starten auch sofort mit der ersten Gemeinsamkeit. Und die nennt sich Solidaritätszuschlag. Den gibt es seit 1991 und sollte eigentlich für die Kosten des Zweiten Golfkriegs verwendet werden. Circa 16 Milliarden Euro musste Deutschland dafür nämlich bezahlen. Allerdings wurde danach dieser Solidaritätszuschlag auch dafür verwendet, um sozusagen die deutsche Wiedervereinigung mitzufinanzieren. Jeder muss aktuell nämlich 5,5% von seinem Lohn dafür abgeben. Zugegebenermaßen, irgendwie wollen inzwischen alle Parteien den sogenannten Soli abschaffen, aber der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit, wie schnell die das machen wollen. Die FDP hatte nämlich den ursprünglichen Plan, bis 2019 diesen Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen. Ohne die FDP in der Regierung wird das allerdings ein bisschen schwierig. Denn die Union, also CDU, CSU, die wollen den auch abschaffen, wollen allerdings erst 2020 damit anfangen und ihn in 11 Schritten bis 2030 dann komplett losgeworden sein. Und auch die AfD will den Soli abschaffen und ursprünglich war das eben auch geplant bis 2019. Das zweite Thema, was beide Parteien miteinander gemein haben, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, und zwar der Familiennachzug von Flüchtlingen. Übrigens habe ich zu diesem Thema bereits einen Horror oder Hammer gemacht, das findet ihr hier oben im i verlinkt. Denn die FDP ist gegen einen Familiennachzug bzw. für die Wiedereinführung des Familieneinzugs ab März 2018. Das war auch einer der großen Knackpunkte für die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Und auch die AfD ist gegen den Familiennachzug. Alexander Gauland hat sogar dazu aufgerufen, dass die Union aus CDU, CSU und die FDP gemeinsam mit der AfD gegen diesen Familiennachzug stimmen im Bundestag. Als nächste Gemeinsamkeit haben wir die Erbschaftssteuer. Denn die FDP ist gegen die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und auch gegen die Verschärfung einer Erbschaftssteuer in Bezug auf Unternehmen. Und bei Ehegatten wollen sie, dass die Erbschaftssteuer entfällt. Dazu heißt es übrigens so auf der FDP-Webseite: Für Unternehmen ist eine Besteuerung der Unternehmenssubstanz schädlich. Die AfD geht da sogar noch einen Schritt weiter. Die wollen nämlich die Erbschaftssteuer und Vermögensteuer komplett abschaffen. Und das ist vor allem ein starkes Zugeständnis für Firmen und Reiche, die davon stark profitieren würden. Auf ihrer Webseite schreiben sie dazu das Folgende: Die Übergabe von bereits versteuertem Vermögen, auch und gerade in Unternehmen gebundenes, ist Privatangelegenheit und darf nicht erneut dem Staatszugriff ausgesetzt werden. Als nächstes haben wir was man meistens eigentlich nur mit der FDP in Verbindung bringt, aber auch die AfD ist davon ein großer Fan. Und zwar weniger Staat und wirtschaftsliberal. Beide Parteien wollen nämlich einen schlankeren Staat. Im AfD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl stand dazu Folgendes: Den Staat verschlanken und effizienter machen, die Staatsquote senken. Oder auch: Je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, desto besser für alle. Denn Wettbewerb schafft die Freiheit, sich zu entfalten und selbst zu bestimmen. Ein NTV-Bericht beschreibt diese AfD-Forderungen so: Ihr Programm liest sich in Teilen wie eine Broschüre der Arbeitsgeberverbände. Die nächste Gemeinsamkeit sind qualifizierte Flüchtlinge. Und da muss ich auch das Wahlprogramm wieder zitieren, denn das ist, finde ich, total spannend. Dieses Mal von der FDP. Als alternde Gesellschaft sind wir darauf angewiesen, dass qualifizierte und fleißige Menschen aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen. So, und jetzt mal gucken, was die Kollegen von der AfD in ihrem Wahlprogramm so stehen haben. Wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt, und ausschließlich qualifizierten Zugang nach Bedarf zulassen. Ganz schön ähnlich, oder? Und als letzte Gemeinsamkeit für heute ist, dass die Türkei nicht in die EU soll. Die FDP fordert nämlich, dass die Beitrittsverhandlungen mit der EU, wie sie bisher gelaufen sind, so nicht weitergeführt werden sollten. Und eine autoritär regierte Türkei ist für die FDP kein Kandidat für eine Vollmitgliedschaft in der EU. Allerdings lässt die FDP die ferne Zukunft dahingehend offen, was also bedeutet, dass in, wer weiß, 20, 30 Jahren sich dazu die Meinung nochmal ändern könnte, wenn sich auch die Lage in der Türkei ändert. Die AfD macht es da etwas kürzer und einfacher. Die schreiben nämlich: Einen EU-Beitritt der Türkei lehnen wir ebenso strikt ab wie Visaerleichterungen oder gar Visafreiheit für türkische Staatsbürger. So, das waren also 6 Gemeinsamkeiten von FDP und AfD. Überraschen euch diese Gemeinsamkeiten, ja oder nein? Ihr könnt auch gerne hier oben
im i abstimmen, wenn ihr nicht unbedingt einen Kommentar hinterlassen wollt. Das könnt ihr gerne machen. Ich finde, sowas ist immer ganz spannend zu sehen. Natürlich muss auch erwähnt werden, dass es tausend Dinge gibt, die beide Parteien unterscheiden und dass es einfach auch in gewisser Weise auch Sachen gibt, die Parteien miteinander vereinen. Insbesondere fand ich auch den Aspekt des schlankeren Staats interessant und dass beide Parteien wirtschaftsliberal sind. Insbesondere deswegen, weil die AfD ja oftmals sozusagen mit dem kleinen Mann in Verbindung gebracht wird oder die Partei für die kleinen Bürger, während viele Dinge, die im Programm stehen, doch eher ja, wirtschaftsliberal sind und eher den Unternehmen helfen würden als den kleineren Männern oder Frauen oder Intern oder Diversen oder wie auch immer oder Menschen in Deutschland. Und für mehr Videos von mir klickt einfach da oben zum Abonnieren und für ein anderes Video so hier unten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, liebe Mindtwisting Crew. Wir sehen uns dann im kommenden Video wieder. Bis dann, euer Marvin. Ciao.